Der US-Geheimdienst NSA kann sich nach einem Medienbericht auch umfassenden Zugang zu Nutzerdaten von Smartphones verschaffen. Beim iPhone, bei BlackBerry-Geräten und bei Mobiltelefonen mit dem Betriebssystem Android sei es gelungen, die Verschlüsselung zu knacken, schreibt das Nachrichtenmagazin Der Spiegel unter Berufung auf geheime Unterlagen des Nachrichtendienstes. So könnten Kontaktlisten, der SMS-Verkehr, Notizen und auch der Aufenthaltsort des Gerätes ausgelesen werden. Fotografieren, telefonieren, simsen. Millionen Menschen nutzen Smartphones. Auch um sensible Daten wie Kontaktlisten oder Notizen zu speichern. Doch die kann der amerikanische Geheimdienst NSA jetzt auch lesen, wie der Spiegel berichtet. Demnach kann auch der Aufenthaltsort eines Smartphones erkannt werden und Auskunft über den Standort des Besitzers geben. Für den IT-Sicherheitsexperten Erik Tiefs funktioniert das Auslesen so. Die einfachste Möglichkeit ist, wenn die Daten auf Servern des Anbieters gespeichert sind, also zum Beispiel des Telefonherstellers. Dann liegen die Daten meist in den USA und dort hat man die Möglichkeit, innerhalb des dortigen Rechtssystems mit richterlicher Genehmigung oder manchmal auch ohne direkt auf die Daten zuzugreifen. Soll heißen, die Daten in den Handys werden auch auf den Servern der Hersteller in den USA abgelegt. Die NSA greift sie dort heimlich ab. Für die Opposition ist die NSA-Ausspähaffäre noch lange nicht zu Ende. Was technisch möglich ist, wird offenbar auch gemacht. Umso wichtiger ist, dass die Bundesregierung sich dagegen wehrt und die Grundrechte der deutschen Staatsbürger verteidigt. Auch die Linkspartei sieht eine klare Verantwortung. Die Bundesregierung muss endlich Klartext mit der US-Regierung reden. So etwas darf nicht sein, so etwas kann nicht sein. Und vor allen Dingen bleibt der Eindruck, dass die US-amerikanischen Geheimdienste und auch die britischen Geheimdienste dieses scheinbar wahllos tun. Die Union sieht keinen Grund zur Aufregung. Mehr noch. Es ist kein Thema der Politik. Die neuen Vorwürfe, die kommen, sind ein Thema zwischen der amerikanischen Regierung, der NSA und den Herstellern. Damit haben wir in Deutschland nichts zu tun und ich sehe auch keine neue Eskalation dieses Skandals. Betroffen sind die Betriebssysteme von allen großen Herstellern. Das heimliche Ausspähen von Daten auf Handys ist eine weitere Dimension in der NSA-Ausspähaffäre. Ob weitere Nachfragen in den USA zur Aufklärung beitragen würden, ist nach den bisherigen Erfahrungen äußerst zweifelhaft. Deutsche Nachrichtendienste haben nach einem Bericht des Spiegel ein gemeinsames Projekt mit dem amerikanischen Geheimdienst CIA betrieben. Ziel sei die Überwachung islamistischer Extremisten gewesen. Dazu seien Informationen über mutmaßliche Dschihadisten und Terrorunterstützer in eine Datenbank eingegeben worden. Auf deutscher Seite waren dem Bericht zufolge das Bundesamt für Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst beteiligt. Nach Angaben des Innenministeriums wurden dabei alle Vorschriften eingehalten. Dagegen kritisierte der Datenschutzbeauftragte Schaar mangelnde Transparenz.